Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Chaos. Ja, ich räume dann später auf, bis die Flaschen hingestellt. Heute ist Donnerstag, der Papa hat heute frei. Wir fahren jetzt gleich einkaufen. Es ist schon um 8, ja, es ist Viertel nach 8. Rufe ich gleich beim Frauenarzt an, denn ich brauche ein Rezept für mein Enteroxin, also meine Schilddrüsenhormone. Dingsbums da ich nicht mehr. Ja, genau, da wollte ich die Packung einpacken, weil sonst kriege ich wieder das Falsche verschrieben. Das ist nämlich schon öfter mal passiert. Die da nehme ich. Packe ich mal ein. Dann, wenn es heute mal klappt, werde ich meinen Gutschein einlösen und mir meine Nägel machen lassen. Mal gucken. Ja, hier sieht es überall chaotisch aus. Aber egal, wir wollen jetzt erstmal einkaufen, damit wir das ganze frische Zeug bekommen. Setz dich mal hier auf die Treppe, wir ziehen die Schuhe an, Leonie, komm. Auf geht's. Wie kann ein kleines Mädchen so viel Chaos veranstalten? Oh mein Gott. Leonie schimpft. Macht der Papa zu viel in deinen Wagen rein? Bauernstreuselkuchen. Oh, lecker, aber 3,30 Euro. Ich glaube, das brauche ich. Du brauchst es nicht. Mir ist es eingeschlafen. Mama, Schnapper. Wir brauchen wir gar nicht zu kaufen, weil wir haben ja, aua, schon wieder einen Stromschlag bekommen. Hello Fresh. Jetzt hätte ich was schon wieder. Zebra vergessen. Das mag der Boy total gerne. Kauft er sich immer. Ist gerade im Angebot. Zebra! Du bist ja stark. Ja, bin ich auch. Papa! Papa! Du kannst auch bei mir reinmachen, Wagen. Komm, Mama nimmt's mal. Danke. Hängen wir mal hier auf. So. Papa! So typisch wir. Macht keinen Sinn. Ich habe den kleinen Wagen irgendwo stehen lassen. Ich musste der Roy den Wagen suchen und ja, nochmal bezahlen. Ja, noch zu wir machen eine Eispause hier. Wolltest du nicht zum Ding? Ja, eigentlich schon. Ja, dann aber das können wir doch später machen, oder? Dort. Ja, also. Wo meine Nägel. Ja, so viel. Dann kannst du doch in Ruhe dann mit den Kindern. Also in Ruhe. Mal gucken, ob das in Ruhe klappt. Ich hab die Augen aufgemacht. Ja. So, auf geht's nach Hause. Soll ich euch mal was erzählen? In der Hello Fresh Box war doch ein Koch dabei. Warte, ich zeige ihn euch. Ja. Den will ich aber auch mal sehen. So. Papa kocht. Mmh, hier riecht's gut. Ja, das bin ich. Paprika. So, und dann unter ständigem Rühren in den Ausguss geben.
abschminken. Ich freue mich schon aufs Essen. Ja. Gleich kommen die Kinder, dann wollen wir in die Stadt und mal gucken, ob das Nagelstudio Zeit hat. Wenn nicht, dann mache ich mir einen Termin aus. Und der Lukas braucht was, gell? Da könnt ihr ja zusammen dann bei Kick gucken. Kann er selber gucken. Braucht Unterwäsche. Ja. Oder was gibt's da noch? H&M. Kann doch gut. Hä? Oder New Yorker. Warum eigentlich? Ich habe doch Unterhosen da oben, die habe ich noch nie angehabt. Die waren doch unter meinem Duft. So typisch Roy. Hä? So, ich mache das jetzt in den Ofen übrigens. Oh mein Gott, dann wird sich Lukas freuen, dass er deine Schlipper bekommt. Das sind doch nicht getragen, die habe ich noch nie angehabt. Ja, sind die noch mit Verpackung oder was? Nein, die sind ohne Verpackung. Aber er benutzt ja auch mein Deo. Oh, sie möchte noch eine Paprika, Papa. Hat er noch eine, guck mal. Extra für dich noch aufgehoben, schau mal. Das ist die gleiche. Guck mal. Also heute kriegt ihr ganz viel Chaos und Realität zu sehen. Ich war ganz kurz weg. Papa, was zeigst du uns denn sonst, Martha? Papa gibt dir die Paprika und schaut mal jetzt. Dieses frisch gewaschene Ding. Ich war am Kochen oder bin voller am Kochen. Ich habe Flecken. Als hast du schon mal was von Multitasking gehört? Nein, ich bin ein Mann. Hm. Was macht denn mein Koch da? Wer macht die Küche sauber? Oh mein Gott! Wer macht mich sauber? Da steht da so. Da stand nicht, ich soll das im Keller machen. Ja, aber da stand, ich soll das nicht im Keller machen, sondern hier oben in der Küche. Oh mein Gott. Es ist alles gut. Danach kann ich hier die ganze Küche malen oder was? Ja, wolltest du doch sowieso. So. Mein Lukas wird erwachsen. Mhm. Lukas ist gerade reingekommen. Mein Papa hat auch schön aufgeräumt. Ja. In die Wand muss ich mal angucken. Gerade abbekommen. Oh Gott, die ganze Tomatensoße war an der Wand. Habt ihr das gesehen? Ja, ich freue mich auf das Essen. Können wir gleich zusammen essen. Ich glaube, Sina kommt auch heute ein bisschen früher. Und dann fahren wir in die Stadt. Wir haben die Flaschen einsortiert. Süß. So, nach nicht einmal 2 Stunden, nein Quatsch, ich habe gerade noch telefoniert nebenbei und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe jetzt das Essen soweit fertig. Ja, wir werden das jetzt essen und wir werden euch später dann berichten, ob und wie es geschmeckt hat. Bis dann. Tschüss. So, ich bin jetzt doch alleine losgefahren, denn der Kleine ist eingeschlafen. Ich glaube, das geht so ein bisschen schneller. Und falls ich doch nicht drankomme, dann bin ich umsonst gefahren. Mal gucken. Bleib überall hin. Ich kann es nicht glauben. Ich habe es geschafft. Boah, es hat mir eine Frau 10 Cent gewechselt. An diesen Automaten gehen nur, also bis 10 Cent. 5 Cent nimmt er nicht an. Und es hätte nicht gereicht wegen 10 Cent. Hat sie mir das Leben gerettet hier jetzt. So, endlich hat die Mama schöne Nägel. Ich freue mich so. Ich wollte eigentlich so eine, wie nennt man das, so eine Pastellfarbe, orange oder rosa, aber gab es nicht und jetzt habe ich mich für Glitzer entschieden. Glitzer geht immer. So, und jetzt hoffe ich, dass zu Hause alles in Ordnung ist. Der Lukas hat mir geschrieben, es geht jetzt auch schon mal. Ich habe so Kopfschmerzen, ich habe Tablette genommen. Aber ich hatte schon Kopfschmerzen, als ich losgefahren bin. Wir haben für die Leonie vorhin beim Kaufland so ein, das heißt ja nicht Bikini, das heißt, wie heißt das? Tankini heißt das. Das ist süß. Was für ein Unterschied? Ja, weil das hier so länger ist, wie so ein Spaghetti-Träger. Süß, oder? Paw Patrol. Ist nicht noch zu groß? Ja, eigentlich von der Größe her ist es zu groß, aber das passt dir. Okay. So ein bisschen kleiner. Sieht so groß aus. Mhm. Nein. Das passt. Hast du geguckt auf der Kamera? Anscheinend schläft der Kleine noch.
so lange. Also bei mir kriegt er nie so lange. Jetzt hat Selina versucht, hier die Kamera anzumachen, weil Roy ist im Schlafzimmer. Oh, die Kamera geht nicht an. So, wa? So, die Selina hat Lust auf diesen Salat von HelloFresh, den machen wir jetzt. Ja, aber so geht das nicht. Ich habe heute schon HelloFresh gekocht. Und? Die sind da. Hähnchenbrüsten. Was ist denn schon wieder? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich habe auch was Schönes gemacht. Lecker. Ja, das haben die gesagt. Okay. Amphitheater. Asiatisches Restaurant gestern. Cool. Versammlung in der Küche. Leonie schläft schon. Papa hat irgendwas Komisches bestellt, wie Schuhe. Möchte er jetzt ausprobieren? Also ich zeige euch mal das Bild. Kann man Platz das sparen. Kennen die Leute schon. Die sind nicht in der Mond. Ja, aber wie sollen die Schuhe? Ein Schuh kommt unten rein und der andere Schuh rutscht raus. Sonst stellst du im Schuhschrank deine Schuhe nebeneinander. Oh, okay. Dann ist das ordentlich. Dann probieren wir aus. Ja, check mal. So, ich habe jetzt gerade die Küche hier sauber gemacht. Alles abgewaschen. Ich wollte mich eigentlich nur noch verabschieden. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. So soll das aussehen. Ja, sonst stehen die Schuhe nicht. Okay, dann räum mal jetzt auf.